Heute erfahren Sie den Unterschied zwischen geschlossenen und offenen Fonds. Fonds mit einer von vornherein begrenzten Anzahl von Fondsanteilen werden als geschlossene Fonds bezeichnet. Wenn das geplante Volumen erreicht wird, wird der Fonds geschlossen und es können keine neuen Anteile mehr gezeichnet werden. Der Kurswert richtet sich dann nach Angebot und Nachfrage und so kann es zu erheblichen Über- aber auch Unterbewertungen kommen. Bei den offenen Fonds dagegen richtet sich die Preisbildung nach dem tatsächlichen anteiligen Wert.